Ja. Hallo, ich bin's, die Evelyn. Heute möchte ich mal wieder ein Video machen. Und zwar haben wir hier in Holland in einer Swap-Gruppe einen Tausch. Da ist eine Lampion-Karte gefragt und ich möchte die heute mit euch zusammen versuchen zu machen. Ich habe mir hier was harten Cardstock gesucht und was Dekopapier. Und als erstes schneiden wir dafür für die Lampe ein Quadrat aus bei 15 bei 15 cm. Und 15 bei 15 cm. So. Dann werden bei 5 und 10 cm kleine Linien gezogen für, da kommt dann später, das wird dann später Streifen eingeklebt für die Halterung. Aber ich zum Beispiel das hier braucht nicht ganz durch, wird nur ganz schnell, ganz kurz angezeichnet, wo die Linien sind auf allen vier Seiten. Das ist einmal bei 5 und einmal bei 10. Das wird dann hier kleine Quadrate entstehen. So. Das habe ich auch gemacht. So schaut das dann aus. Die legen wir erstmal zur Seite. Dann schneiden wir uns aus demselben farbigen Karton Papierstreifen, 5 cm breit. Brauchen wir 2 Stück von dieser Breite. So, haben wir 2 Stück davon. Ist ausgegangen, Kevin. Guck mal. Kevin, ob das noch läuft. Oder ob es aus ist. Kann man gucken. Ich weiß gerade mal Bing. Ja, so Farbfärben. Okay. Und dann habe ich hier noch ein bisschen anderes dekoratives Papier. Davon schneiden wir uns auch, suchen wir uns auch was Schönes, passendes weihnachtliche Motiv heraus. Ich habe hier ein bisschen was mit Handschuhe. Die schneiden wir nur auch bei 5 cm. 2 Streifen. So, das haben wir jetzt soweit. Jetzt werden diese beiden Streifen, die 4 Streifen, werden jetzt gerillt. Komplett durch. Einmal bei 5, bei 5 cm. Bei 5 cm. 10 cm. Zentimeter und bei 20 cm. Und 25 und 25. So. Das mache ich jetzt mal. Ganz schnell 5, 10,
15, 20, 25, jetzt diese, noch diese beiden. So, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. So, jetzt werden diese gefallen. Einfach hier so Berg- und Dollfalte gemacht. Whatever. So. Ich habe es hier nicht so gleich geschnitten, aber naja, das ist nicht so schlimm. Das können wir dann abschneiden. 5, 10, 15. So. 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 So schaut das dann aus. Haben wir, vier Ziehharmonikas, sag ich jetzt mal. So. So. Jetzt nehmen wir hier unseren Cardstock, die Grundkarte. Und auf dieser nicht gerillten Seite kleben wir jetzt unser buntes Motivpapier drauf. Ich habe hier ein bisschen was Weihnachtliches. Das ist ja dann saisonabhängig, entweder Weihnachten, Mutterblumen, Ostern. Da kann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und hier kann man auch wieder mit verschiedenen Materialien arbeiten. Das ist ja so drauf. So. So schaut das Ganze dann aus. Dann drehe ich das mir rum. So. Und dann sehen wir, sind hier die eingerillten Falzlinien, die ich ja so angezeigt habe. Dann kommen wir jetzt her. Und da kleben wir jetzt unsere gefaltenen Streifen drauf. Das passt genau in die Mitte. Und aufpassen, dass man gut an dieser Knicklinie ist, an dieser ersten Faltlinie hier. So. Klebt man hier unten rein, auch in der oben dieser stehen die Linien hier haben. So, jetzt noch das Bunte, das kann man, kann man auch nur mit Stanzer arbeiten und Stempel und von allem kann man da eigentlich gebrauchen, um dann noch drauf zu machen. So, ich
Ich habe das jetzt hier gleich fertig. So. Nur noch diese Seite. So, dann haben wir schon unser Grundgestell von der Karte. Für diese Lampionkarte. So. Wie ihr seht, passt, wackelt unter der Luft. Nein, alles easy, alles super. So. Nun brauchen wir noch zwei kleinere Stücke Cardstock von 15 cm, 2 x 5 cm. So, sprich 5 cm bei 15 cm. Ich habe hier 15 cm. Meine 15 cm. Und 5 cm breit. Zwei Stück. So. Die kleben wir jetzt auch über Kreuz, schön mittig. Ich nehme da hier diese Karte ein bisschen zur Vorlage, zur Hilfe mit, damit ich genau weiß, wo die Mitte dann sitzt. Ich lege das einmal hier so drauf. Und dann kann ich die andere so drauf kleben, dann ist es genau in der Mitte. Dann habe ich dieses Kreuz. So. So. Und jetzt kleben wir diese Floppen hier auf dieses Kreuz. So lange Zeit mein erstes Video, was ich wieder mache, also nicht so streng mit mir sein, wer das anguckt. So. Man kann dieses Kreuz, diese Streifen, diese zweiten kann man auch was kürzer machen. Aber ich gehe hier auf Nummer sicher und dann klebe ich mir die so fest hier. Weil ich finde sie was schöner. So. So. Ich habe jetzt einen Schritt falsch gemacht, aber ja, das ist die Grundidee. Dann habe ich mir einen Stern ausgestanzt und ich habe hier was Weihnachtsdekopapier. Ich habe mir hier einen Stern und dann habe ich hier was Lind mit Merry Christmas. Aber das ist natürlich ein bisschen zu lang. Da schneiden wir uns jetzt noch zurecht. So. Dann mache ich mir hier ein kleines Löschchen rein. Einen kleinen Schnitt.
Man kann da von allen eine Blume oder was man hat, auch ein Herz, größeres Herz. Ich habe mir hier was jetzt hier so reingeschnitten. Dann nehme ich mir das Lind, das Geschenkband. Friemel ich mir hier, was leider noch nicht geht, durch. Ist noch ein bisschen zu kurz. So. Ein bisschen Friemelarbeit, aber es soll glücken, es soll klingen. Ja, habe ich's? Ja, ich hab's hier. Hier habe ich das durch jetzt. So, dann habe ich das hier so dranhängen. Dann klebe ich mir diese floppy Dinger hier ein bisschen weg. Klebeband. Klebe ich das ein bisschen so drauf hier, dass das hier. Was übersteht, schneide ich mir ab. Klebe es auch noch mal drauf, so. Dann schaut das hier so aus und so, na. Und dann wird das hier drauf geklebt. Dann klebe ich mir das hier oben drauf. So. Und schon ist sie. Ha! Na, das war nicht. Das war jetzt noch nicht hier. Nicht mit Absicht. Ich muss hier noch ein bisschen stärkeren Leim drauf machen. Ein bisschen andrücken. Ich denke, das hält jetzt ein bisschen. Ist noch nicht so perfekt mit den Leim, aber naja. Tada! Naja, wieder Vorführeffekt, aber so schaut es dann aus. Bedankt fürs Schauen. Bis zum folgenden Mal. Feinen Tag.